Hallo liebe Natastenschwänzen, ich darf euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hero Short News begrüßen. Heute geht es um den Trailer zu Avengers Infinity War. Boah, was zum Hulk geht denn bitte gerade im Marvel Cinematic Universe vor sich? Naja, widmen wir uns heute dem Infinity War Trailer. Denn die Tage wurden erste Produktionsszenen zum Film Infinity War gezeigt. Und diese sind so cool, dass ich an dieser Stelle einen Mega-Spoiler-Alarm gebe. Abgesehen davon, dass verschiedene Produzenten und Marvel-Präsident Kevin Feige über den wohl erwartesten Marvel-Film sprechen, konnten wir auch einen Blick auf ein paar Darsteller werfen. Robert Downey Jr. als Iron Man, Chris Pratt als Star-Lord und Tom Holland als Spider-Man. Ja, ihr habt richtig gehört, denn nach langem Hin und Her wurde nun endlich bestätigt, dass Spider-Man eine Rolle in Infinity War bekommt. Interessant könnten auch die folgenden Konzeptarts sein. Beginnen wir mit diesem hier. Auf diesem sehen wir Tony Stark, der mal wieder fleißig dabei ist, neue Rüstungen zu konfigurieren. Für mich sieht es so aus, als würde er wieder das Iron Legion Programm einführen. Dies kennen wir bereits aus Age of Ultron. Jedoch wundert mich dies, denn ich würde keine selbsthandelnden Roboter bauen, wenn ich zuvor eine Riesenbedrohung wie Ultron erschaffen habe. Naja, kommen wir zum nächsten Konzeptart. Und auch wenn ich zu Beginn einen Mega-Spoiler-Alarm gegeben habe, möchte ich hier euch nochmal vor einem massiven Thor-Ragnarök-Spoiler warnen. Denn der dritte Thor-Film erwartet uns noch dieses Jahr und spielt somit auch ein Jahr vor Infinity War. Auf diesem Konzeptbild sehen wir Thor zusammen mit Rocket Raccoon kämpfend. Das Interessante daran ist Thors Waffe. Denn wir sehen hier statt dem bekannten Hammer Mjölnir etwas, das einer Axt ähnelt. Könnte dies bedeuten, dass Thors Hammer verloren geht oder gar zerstört wird und er so auf seine ursprüngliche Waffe, die Axt Jorbjörn, zurückgreifen muss? Dies könnte bereits in Thor Ragnarök vorkommen und wäre ein mieser Spoiler. Wieso kommt mein blöder PC jetzt auf die Idee, ich muss einen Neustart durchführen, wenn ich hier gerade am Video aufnehmen bin? Doch die letzte Konzeptart übertrumpft alles. Ich verspreche auch, ich gebe hier an dieser Stelle den letzten Spoiler-Alarm, denn das, was wir hier sehen, ist das Ende von Infinity War. Meiner Meinung nach. Denn wir sehen den Oberschurken Thanos ohne Rüstung nachdenklich sitzend. Dies endet dem Ende der Comicvorlage The Infinity Gauntlet, in dem Thanos gegen Ende seine Fehler einsieht und schließlich von Adam Warlock in den Seelenstein verbannt wird. In diesem führt Thanos letztendlich ein friedliches Leben als Farmer. Und auf der letzten Seite sieht man Thanos ähnlich nachdenkend sitzen. Könnte uns dieses super tolle Happy End auch im Film erwarten? So, das war's mit der heutigen Folge Hero Short News. Was haltet ihr von den Concept Arts und findet ihr, dass schon viel zu viel gespoilert wurde? Also jetzt nicht meinerseits, sondern von Marvel aus? Schreibt mir eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Was haltet ihr im Übrigen von meinem neuen Setting? Kann man auch mal aus dieser Perspektive filmen oder wünscht ihr euch lieber das alte Nerdregal zurück? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern kann. Links zu meinen Social Media Plattformen findet ihr im Übrigen auch unten in der Videobeschreibung. Abonniert mich hier, um nichts mehr zu verpassen und ich hoffe, ich darf euch bald wieder begrüßen, hier bei Hero Time.